Hallo, mein Name ist Florian Klein. Na, eigentlich ist es Florian Suldinger, aber Suldinger konnte hier in Amerika niemand aussprechen. Deswegen habe ich meinen Künstlernamen auf Florian Klein geändert. Florian Klein. Ich lebe nämlich hier in Los Angeles seit 5 Jahren und arbeite als Schauspieler und Moderator. Heute möchte ich euch mit meinem Video meine Stadt zeigen und wir beginnen gleich an der Hollywood and Vine Straßenkreuzung, weltbekannt, denn hier beginnt der Walk of Fame, wo tausende von Stars in kleinen Sternchen am Gehsteig verewigt wurden. Hallo und herzlich willkommen auf dem Hollywood Farmers Market. Jeden Sonntag von 8 bis 1 Uhr treffen sich hier die Schönen und Reichen, um ihre organischen Produkte zu kaufen. Alles ist hier ein bisschen überteuert, aber es ist gesund. Wir gucken uns jetzt hier auch mal ein bisschen um, schauen, vielleicht sehen wir den einen oder anderen Celebrity. Und am besten macht man das auf Rollerblades. Wir rollen mal davon. Am besten kann man sich natürlich hier am Pool gehen lassen. Wer keinen Pool zu Hause hat oder keine Motel hat, der kann natürlich auch zum Strand gehen. Es gibt wunderschöne Strände hier in Los Angeles. Einen der schönsten davon, den gibt es in Malibu, genauer gesagt die Malibu Lagoon. 300 Tage im Jahr laden zum Sonnenbaden ein. Nicht vergessen, immer gut eincremen, sonst wird die braune Haut rot. Wir haben jetzt gerade Juli, das bedeutet, bis zum Dezember wird es wahrscheinlich hier nicht mehr regnen. Also nach Los Angeles kommen, die Sonne genießen im Pool oder zum Strand. Abends gibt es natürlich sehr viel zu tun in Los Angeles. Die Stadt schläft ja nie. Heute Abend haben wir uns eine Improv-Show angeguckt, die Groundlings. Die treten ja jeden Abend auf der Melrose auf. Annelies hat sich die Show angeguckt. How did you like the show, Annelies? It was so good. I was laughing the whole time and the cast was amazing. Also ich habe sie gefragt, wie ihr denn die Show gefallen hat. Sie meinte, sie war großartig. Die Darsteller waren wirklich einzigartig. How did you hear about the Groundlings? Well, I've heard about Groundlings just because they're a really famous improv group and a lot of the members have gone on to do SNL and movies like Bridesmaids. So. Also ich habe sie gefragt, wie sie von den Groundlings erfahren hat. Sie meint, sie kennt einige der Darsteller aus Saturday Night Live. Das ist eine Sendung, die Samstagabend im Fernsehen hier läuft. Und auch einige Darsteller sind bekannt aus dem Film Bridesmaids, der auch in Deutschland im Kino läuft. Was wäre Los Angeles ohne einen Hike durch die Hollywood Hills? Los Angeles, eine Stadt, die sich ausdehnt von Horizont zu Horizont. Wir warten jeden Augenblick auf das große Beben. Buschfeuer können gesamte Nachbarschaften zerstören. Ab und zu gibt es auch mal ein paar bewölkte Tage. Und auch hier in den Hills begegnet man den schlimmsten Schönheitsoperationen, die man je gesehen hat. Und trotzdem, Los Angeles ist doch eine Reise wert. Von Hollywood für Pro7, Florian Klein. Bis dann.